Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon, die Feuergrüne Edition. Ja, wir haben es schon weit geschafft und wir haben jetzt endlich die Power im Fliegen bekommen. Was das jetzt nur eigentlich schön ist. Oh, hoppala, falscher Knopf. Jetzt habe ich endlich alle drei Orden und dann lässt mich dieser Typ nicht durch. Ich könnte platzen vor Wut. Oh, halt, was ist denn jetzt los? Warte! Wenn du alle Orden sammeln wirst, empfehle ich dir, in die Frostboll-Siedlung zu beginnen. Dort ist die nächstgelegene Arena. Sie liegt direkt nordöstlich von hier. Du musst nur bei den drei Pfaden nach Norden gehen. Okay. Alles Rocker. Oh, Team Schockett! Ich bin stolz. Team Schockett hat mich soeben aufgenommen. In dieser Organisation zu sein, ist viel spannender, als die Doktor herauszufordern. Wenn du auch alle Orden hast, kannst du bestimmt auch beitreten. Hey, willst du dem Schockett beitreten? Ja, klar. Nee, erstmal noch nicht. Du weißt nicht, was du verpasst. Ja, aber ich möchte später noch vorbeikommen. Aber erst durch drei Orden sammeln. Ja, hier kann ich meine Pokémon wechseln. Schneepika fehlt mir ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Und knapp daneben. So Leute, also dann, ihr habt's gehört, wir müssen ins Frostbeulenheim oder wie das hieß. So, aber erst einmal nutzen wir den tollen Schutz, den wir gekauft haben, den wir komplett sinnlos gekauft haben, möchte ich mit anmerken. Und schippern erstmal hier von A nach B und hoffen, dass wir in Ruhe gelassen werden. Und zwar völlig in Ruhe gelassen werden. Die drei Pfade. Ja klar. Ja, hier waren wir gerade eben. Ich kann hier nicht diagonal schwimmen. Leider ist es nicht so wie in der sechsten Pokémon-Generation. Nope, hier kommen wir nicht lang, hier kommen wir auch nicht lang. Schutz wirkt nicht mehr. Na gut, bis zur Insel werden wir es ja wohl noch schaffen. Ja, dankeschön. Wie nett. Ach, hier sind die drei Pfade, alles Rocker. So, wie sieht's aus? Aha, Siggi hat sich ausgekämpft. Pass auf, der ist auch Team Schockett, eher Angehöriger. So, hoffentlich... Ach ne, komm, wir flüchten lieber. Ich leg mich nicht mehr mit Metbo an. Das ist mir zu doof. Frostbeulenpfad. Nein, nicht schon wieder. Ein Golbat, Level 26. Ist mir ein bisschen zu stark, aber ich werde nicht vor dem fliehen können, weil das ein recht schnelles Pokémon ist. Wie nehmen wir denn? Nehmen wir uns den Geist Schuppett. Status, was hast denn du für Attacken? Fluch, Nachtnebel, Kreideschrei, Abschlag. Mit Abschlag können wir was auslösen. Obwohl, nee, das ist ein Gift-Pokémon. Ich nehme mich doch lieber in Acht. Toboga ist nicht so der Bringer, aber Fleckmon, du hast Psy-Attacken drauf. Ich habe momentan nicht gerade das beste Team, muss ich sagen. Nicht unbedingt vorteilhaft. Ja genau, das habe ich mir gedacht. Vorrecke! Dankeschön. Ja, und wir müssen noch immer Klutexo trainieren. Ich habe mir noch keinen Part zu Offscreen Zeit genommen, um das mal zu erledigen. Ja. Aber wird schon noch kommen. Und Fleckmon nur nicht so arschlangsam wäre. Ja, genau. Critical Hit. Aua, das war auch Critical. Ach Mensch, kann ich doch gar nicht tauschen. Mann, ey. Tortok muss regeln. Nur vor dem Flügelschlag nehme ich mich bei Bisaflor doch lieber in Acht. Hier kommt die Schädelwumme. Und kann ich leider nicht besiegen. Verflixt. Weiß. So schön. Klutexo levelt. Wahnsinn. Will ja auch mal Zeit. Da hat es ja auch dringend nötig. Moment mal, das sind ja noch... Ach du Scheiße, das ist ja ein Haufen Höhlen. Fuck. Ich glaube, ich werde dann doch erstmal einen Schutz benutzen. Setz Flügelschlag ein. Nein. Kung-Fu-Strahl. Ach, komm schon. Hör auf mit dem blöden Kung-Fu-Strahl. Tausch. Ich hätte gern einen Ruckzuck-Hieb. Ach, nicht schon wieder. Da wechsle ich wieder zurück. Geht auch nicht. Nee, du machst es jetzt nochmal. Flügelschlag. Na gut, von mir aus. Kommt noch eine Glut. Nächstes benutzt keinen Blutsauger. Toboga levelt. Und ich nehme erstmal einen nutzlosen Schutz, den ich total für die Katz gekauft habe. Oh, Pokéball. Wer ist denn das? Top-Trank. Nein, 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 nein. Kommen wir hier raus? Kommen wir hier oben raus. Gut, dann gucken wir doch mal hier rein. Ah, Zerschneider. Oh shit, ich muss noch mal kurz raus und wieder reinrennen. Ist es wieder da? Ach, schade. War es eben im Mogelbaum? Hey, wer... Ey, werd wieder zu einem Busch. Ich habe kein Zertrümmerer, bloß Zerschneider. Das ist mir doch egal. Du hast dich doch eben noch über den Busch beschwert. Jetzt bin ich ein Stein und du hast immer noch etwas auszusetzen. Scheiße. Ich habe den Text nicht gelesen. Verflixt. Ach so, jetzt bin ich wieder hier oben. Och Mann, wen bringe ich denn dann Zertrümmerer bei? Soll ein Pokémon sein, was ich immer bei mir habe. Schutz wirkt nicht mehr. Nein! Eis-Pokémon! Gib mir Zertrümmerer! Blaze findet Top-Schutz! Voll der Top-Schutz, Mann! Das ist nur wurscht! Hier gibt es nichts. Irgendwas hat hier gerade ganz merkwürdig gequietscht. War das hier oder... Frostboll-Siedlung? Wahnsinn! Eine Schwester Joy! Oh, alles schön gefroren! Ist das herrlich! Ey, das gefällt mir. Nur bei den Bäumen bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Das sieht eher aus wie Savannenbäume. Ob das wirklich passt? Oh, Schwester Joy ist nicht da! Nein! Ich habe gehört, dass es versteckt im Frostbeulenpfad eine Gelegenheit wäre Pokémon gibt. Hey, nein, ich will nicht nochmal mit dir reden. Ich will mit dir nicht reden, Mann, ey. Kaum zu glauben, aber bei diesen Säulen ist es wärmer als in meinem Haus. Muss ich wirklich zurück ins Pokécenter? Es ist so kalt dort drin. Das ist mir egal. Meine Pokémon benötigen einen Aufenthalt auf deinem Heilgerät. Los, Bewegung! Los, Bewegung! Hohoho. Da treten wir noch die Schwester Joy. Das ist ja mal krass. Tritt in den Arsch! Hallo! Ja, bitte! Bitte gib uns deine Pokémon! Bitte danke. Ja, deine Pokémon sind wieder topfit. Dankeschön. Sagst du jetzt was anderes, Opa? Kaum zu glauben, aber die Säulen sind viel wärmer. Unglaublich. Sag mal, an was erinnerst dich diese Säulen? An einen Felsen? Felsen? Nennt ihr das also heute? Die Jugend hat immer so schöne Umschreibungen dafür. Wofür? Na, du weißt schon. Zeremonienstab und so. Ich weiß echt nicht, was sie meinen. Aber natürlich nicht. Verstehe ich nicht. All die Leute sollen einen noch verstehen. Entschuldigung, meine Großmutter. Sie scheint nie aus der Pubertät gekommen zu sein. So was nennt ihr das heute? Hier ist auch keine Sau. Warum? Warum sind die Häuser so kalt? Ist auf jeden Fall die Arena. Gibt's hier nicht weiter? Nun, nicht? Gar nichts? Will keine Sau da. Oh, guck mal, das PC. Ich kann nicht anquatschen. Warum nicht? Sauerei. Nein. Dort steht auch noch so eine Tussi. Fernsehen. Papierkorb. Spüle. Sofa. Tisch. Hier auch, Madame. Nein, ich werde nicht zurück in den Markt gehen. Es ist viel zu kalt dort. Aber ich brauche doch Tränke und Pokébälle. Dann bediene dich einfach selbst und leg das Geld auf die Tresen. Oh, wie nett. Oh, können wir es ja so machen wie in Zelda... na, was ist denn hier los? Wie in Zelda Twilight Princess. Den Vogel einfach nicht bezahlen. Muhahaha. Und dann schlägt er uns den Schädel ein. Brrr, es ist hier kalt. Ich könnte ja zu den warmen Säulen gehen, aber ich spiele lieber weiter Pokémon. Boah, bist du ein Freak? Du bist ja fast so schlimm wie Sandra. Sandra sitzt nur am PC und spielt Feuergrün. Ich spiele Gamecube und nicht PC. Das ist ein Unterschied. Nein, ist es nicht. Hier ist überall Licht. 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 Gamecube. Kann ich echt nichts anquatschen? Sorry. Die Tür ist verschlossen. Vielleicht ist die Arenaleiterin ja irgendwo unter den Menschen hier. Hey, ich bin die Arenaleiterin. Im Moment kann ich leider nicht gegen dich kämpfen. Wie bitte? Du bist die Arenaleiterin? Aber du bist doch noch ein Kind. Man darf doch wohl erst mit 10 alleine um die Welt reisen. Bis dahin muss ich hier in der Siedlung bleiben und die Arenaleiterin spielen. Okay, dann lass uns mal kämpfen. Ich sagte doch schon, dass das im Moment nicht geht. Es ist viel zu kalt. Wir sind auf dem Gipfel eines Berges. Was erwartest du? Siehst du diese Säulen hier? Um sie herum ist es richtig warm. Sogar diese tropische Pflanzen wachsen hier. Leider hat die Wärmewirkung aber nachgelassen. Früher war die ganze Siedlung richtig angenehm warm. Jetzt nur noch um die Säulen herum. Geh doch bitte in die Höhle und such nach dem Grund. Wenn du die Wärmefunktion wiederhergestellt hast, können wir gern kämpfen. Hier, das wird dir helfen. Blaze hält vor im Zertrümmerer. Ich habe doch gar nicht gesagt, ob ich dir helfen möchte. Egal, das habe ich jetzt beschlossen. Du hilfst uns, Punkt. Alleine dafür sollte ich den Orden bekommen. Das hättest du wohl gerne, was? Ja, ich will doch nicht nochmal mit dir reden, verdammt. Ja, verstehe, darum also dieser tropische Baum. Na, ist doch gut in den Augenschein gefallen. Gut, jetzt erstmal gucken, wen bringen wir denn jetzt zur Trümmerer bei? Fabrikschlüssel, VM zur Schneider, zur Trümmerer. Ach, Fliegen haben wir auch noch keinen beigebracht. Topoga, lerne zu fliegen. Verlerne es, Sandwirbel, brauchst du nicht. Ja, und jetzt bitte nochmal den Zertrümmerer. Zertrümmerer, lernen wir. Scheiße, da klingelt das Telefon. Verflixt. Leute, ich muss mal kurz unterbrechen. Bis gleich. Und da geht es auch schon weiter. Jo, Telefon, gleich im Doppelpack mein Onkel gewesen, ne? Ich habe ihn erst nicht verstanden, dann hat er nochmal mit dem anderen Telefon angerufen. Totales Chaos. So, Zertrümmerer, da war ich stehen geblieben. Man könnte es ja eigentlich Zwirrlicht beibringen, aber der ist momentan nicht im Team. Ich will doch keinen raushauen. Wisst ihr was? Wir machen das mal anders. Nein. Jo, vergiss den Zertrümmerer. Meine Pokémon. Ach Mensch, was drücke ich denn hier für einen Käse zusammen? Status, steht hier irgendwo. Da müsste ich dich jetzt noch eine Runde leveln. Das passt mir ja gar nicht in den Kram, sonst hätte ich das Vieh jetzt mit Sonderbonbons vollgestopft. Aber so geht das nicht. Verflixt. Oder bringe ich es doch Schuppett bei? Also wenn Schuppett lernen kann, bringe ich das jetzt zu Schuppett bei. Ups, nein! Verdammt! Nochmal. Ich verdrück mich jedes Mal. Schuppett. Es geht nicht. Ich hab mir was gedacht. Aber ich denke, Zwirrlicht wird das bestimmt lernen können. Was mich nur mit Zwirrlicht. Ja. Gut, okay. Achso, ja, hier gab es ja nichts weiter. Habe ich hier schon mit allen gesprochen? Das mache ich jetzt einfach mal noch bis zum Ende des Parts. Glut. Einmal so. Bis könnte gefährlich werden für Dingens. Für Blackmon. Aber gut, wir tauschen die jetzt mal aus. Sollte Blackmon ein Level abbekommen, dann fliegt das als nächstes raus. Ich hätte gern den 10-Kopfstoß. Erstauner, tut weh. Vorrecke. Wow, über 100. Das ist gut. So. Ach, Menno. Du kannst ja echt nicht einmal auf die Fresse fliegen, ohne dass so ein Vieh kommt. Aquawelle. Sehr effektiv. Und Critical Hit. Dazu gleich ein Crit. Mehr oder weniger. Ein Golbat. Ich hasse Golbat. Ich mag es einfach nicht. Stauner. Na, das ist wenigstens noch die schwächste Unlichtattacke, Geistattacke meine ich. Unlicht ist Biss. Beides ist schlimm für Fleckmon. Aber gut, wir schaffen das. Wir haben bisher alles geschafft. Wir schaffen auch das. Und dieses Rätsel, was uns hier aufgegeben wird. Ich muss unbedingt gucken, was die bei den Zerschneiderbaum gesagt haben. Das ist ja voll zum Kotzen. Na gut, ihr könnt ja notfalls Pause drücken auf YouTube, da könnt ihr es auch nochmal lesen. Ich konnte es nicht lesen. Was? Warum nehme ich Depp denn? Verflixt noch eins. Kopfnuss. Schluss. Ja, genau. Typisch NPC, die dürfen immer 5-mal angreifen. Na gut, 4-mal. Reicht trotzdem zu. Verflixt. So, hätten wir auch das geklärt. So, das anquatschen. Ach, und schon wieder einmal auf die Fresse geflogen und dann kommt schon wieder so ein blödes Pokémon. Ach, die Höhlen sind immer schlimm. Mir kommt es manchmal so vor, als wären die Höhlen schlimmer als die Gräser. So, jetzt ist es aber soweit. Wo sind meine Sonderbonbons? Hier sind Sonderbonbons. Blackmon. Erreicht Level 36. Halt! Nein! Och, ich dachte, ich bin auf dem Sonderbonbon. 37. Blackmon entwickelt sich. Na, dann wird ja auch mal Zeit. Ich drück nichts. Oder muss ich was drücken? Ja, ich musste was drücken, sonst hätten wir uns das jetzt ewig angeguckt. Och, ein Lamus. Das sieht ja richtig schnucklig aus hier. Hast mal einen Schluck trinken? Glückwunsch, Fleckmon wurde zu Lamus. Ab auf die Box. Versuch Panzerschutz, den kannst du sonst wohin stecken, deinen Panzerschutz. So, raus. Nein! Nicht hier schon wieder. 10 Kopfstoß. Ist mir sowas von wurscht. Aber da Lamus jetzt einer der stärksten Pokémon ist, kann es vielleicht sein, dass ich später nochmal mit reinnehme. Aber auch nur vielleicht. Tauboga bleibt natürlich erstmal drin. Weil er kann fliegen und so, ne? Das ist natürlich sehr vorteilhaft. So, da tue ich jetzt nur die Pokémon alle in die Box werfen und dann würde ich sagen, ist der Part auch für heute schon wieder gelaufen. Ja, ich möchte ablegen. Ey, halt. Pokémon. Ach ja, dann geht mir jetzt auch die Stärke verloren. Na gut. Wir setzen dich mal hier hin. Nehmen wir mal einen Schritt zurück. Wir wollten das Zwirbellicht mitnehmen. Bewegen. Bewegen. Gut, okay, von mir aus. Ja, Schuppett. Für was nutzen wir als nächstes Schuppett? Ausmachen. So, Leute. Also dann, ich danke euch erstmal wieder vielmals fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei.